Interludium, der Prinz und der Prophet am selben Nachmittag auf der Straße nach Stadtholm. Willkommen zurück zum Warcraft 3 Reforged Let's Play. Seid gegrüßt, junger Prinz. Wir müssen reden. Dafür habe ich keine Zeit. Hört mir zu, Junge. Dieses Land ist verloren. Der Schatten ist bereits über es gekommen und ihr könnt nichts mehr daran ändern. Wenn ihr euer Volk wirklich retten wollt, führt es übers Meer, nach Westen. Was? Fliehen? Ich gehöre hierher und habe die Pflicht, mein Volk zu verteidigen. Dann habt ihr euch schon entschieden. Bedenkt aber, je härter ihr dem Feind entgegentretet, desto schneller liefert ihr ihm euer Volk aus. Entschuldigt, dass ich mich versteckt habe, Arthas. Ich wollte nur... Ich will nichts hören. Ich spürte eine enorme Macht in ihm, Arthas. Vielleicht hat er recht. Vielleicht weiß er wirklich, was kommt. Nichts wird mich dazu bewegen, meine Heimat im Stich zu lassen, Jaina. Mir ist gleich, ob dieser Irre die Zukunft gesehen hat. Los, gehen wir. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uther. Nicht in dem Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein, aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uther. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein, wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Diese ganze Stadt muss gesäubert werden. Was? Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uther. Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern. Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Hochverrat? Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uther, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone, hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Diensten. Arthas, ihr könnt nicht einfach... Es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen, geht mir aus den Augen. Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. So. Wer aus Warcraft Natürlich. 3 schon oder WoW Gewiss. Das Ausmerzen von Strafform kennt, der weiß... Natürlich. Es ist legendär. So. Ah, und ich sehe, die haben das Lager umgebaut. Finde ich super. Für die Ehre. So, wir werden jetzt erstmal Gewiss. Eindringen. Steuerung 1. Die markieren. Was haben wir hier? Wir haben nur zwei Höfe. Das heißt, wir müssen uns Vater, gleichzeitig natürlich auch noch hier rumkümmern. Vergebt mir für das, was ich jetzt tun muss. Natürlich. Gewiss. Ich habe euch erwartet, junger Prinz. Ich bin Mal'Ganis. Ah, Urlaub. Ach, Moment, bevor ich das mache. Das startet quasi erst, wenn... Ich starte nochmal neu kurz. Tut mir leid.
Aber wenn das erst beginnt, wenn wir die Stadt betreten, dann bauen wir erstmal Armin auf. Es dauert dann zwar länger, aber es ist besser. Weil Quest ist gut schwer. So. Ein solider Plan. Damit Gewiss. Armee Nummer 1, da fehlen jetzt noch 5. Wir haben zwei Ritter, dann holen wir uns noch. Ja, müssen wir hier erstmal loslegen. Mit Stationenbau. Natürlich. Was passiert hier? Bereit zur Gewiss. Arbeit. Natürlich. Ein solider Plan. Bereit zur Arbeit. Elender Kerl. Für die Ehre. So, die Mauer ist erstmal platt hier. Bla bla bla. Spürt meinen Zahn. Ich glaube, ich krieg alles noch mal ein bisschen an Erfahrung. So, stellen wir die wieder hier hin. Natürlich. Zwei Arbeiter haben wir. Das heißt, jetzt werden erstmal Höfe errichtet. Wichtig. Was ist? Ich kann hier nicht bauen. Ja, mein Lord. So. Erforschen, erforschen, erforschen. Sehr wichtig. Arbeit ist vollbracht. So, dann als nächstes eine Schmiede errichten. Na gut, Arbeit ist vollbracht. Was? Und noch einen Wachturm hierhin. Ich gehe da. Ich weiß, dass hier die Stage auch von Gegnern angegriffen wird später. Von hier kommt nichts. Zumindest war es in Warcraft 3 so, also im Originalen, dass die Stage auch angegriffen wird. So. Für die Ehre. Stellen wir die mal hier Forschung hin. Abgeschlossen. Schon Nummer 1 ist abgeschlossen. Wir werden jetzt noch Arbeit ist vollbracht. Vier Schützen. Vier Schützen. Bei. Ne, zwei Schützen dafür noch machen. Können wir direkt Ausbau zum Schloss machen. Ist besser. Ja, mein Lord. Was ist? Ah ne, jetzt fängt's schon an, alles klar. Okay. Ich habe euch erwartet, Scheiße. Junger Prinz. Ich bin Mal'Ganis. Wie ihr sehen könnt, gehört euer Volk jetzt mir. Nun werde ich die Stadt Haus für Haus umkrempeln. Bis die Flamme des Lebens für immer erlischt. Das lasse ich nicht zu, Mal'Ganis. Lieber sollen diese Leute durch meine Hand sterben, als euch im Tode als Sklaven zu dienen. So, egal, dadurch haben wir uns schon mal Zeit rausgeschlagen. Das ist auch super. Alles klar, dann Armee 1. Gewiss. Lös, 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 lös. Natürlich. Wir werden in die andere Richtung spazieren als Mal'Ganis, damit wir nicht auf die Truppen vor dem treffen. Arbeit ist vollbracht. Das heißt, Vater. Wir müssen auf jeden Fall. Vergebt mir für das, was ich jetzt tun muss. 100 Bürger töten, bevor Mal'Ganis 100 Bürger bekommen hat. Für die Ehre. Nicht Gewiss. Auf Mal'Ganis stoßen. Ein solider Plan. So, verseuchtes Haus zerstören. Forschung abgeschlossen. Jetzt müssen wir hier schauen. Hier können wir die ganze Scheiße erstmal ausbilden. Ja, mein Lord. Deine Werkstatt es machen. Ist mehr Holz erforderlich. Scheiße. Dann sammelt er erstmal noch Holz. Richtig. Mehr Arbeit. Aber dann kann das Sanktum kriegen wir hin. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich bin hier, um zu helfen.
So. Ja, wie viel Holz brauchen wir noch? Jetzt können wir. Na gut. So, direkt Gewiss. Weiter, direkt weiter hier. Ein solider Plan. Das Problem ist natürlich, dass man nicht alle Häuser niedermähen kann. Für die Ehre. So, hier haben wir schon mal zwei. Maganis ist da unten. So. Schauen wir hier weiter. Hier läuft alles, läuft alles, läuft alles. Forschung abgeschlossen. So, dann, davon zwei. Können wir hier hinschicken. Direkt das nächste verseuchte Haus machen. Hier oben sind dann direkt auch noch drei. Das ist sehr gut. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Elender Kerl. So, platt machen, platt machen, platt machen, platt machen. Unten hört man. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist für die Ehre. So. Habt ihr einen Den schicken wir direkt hin. So, das können wir jetzt machen. Da holen wir uns jetzt noch einen Priester und eine Zauberin. Hier wird noch der gemacht. Da können wir es das hier direkt ausbilden. So, wir. Mein Garnis führt gerade, was ich nicht sehr schön finde. Natürlich. So, schneller, schneller, schneller. Für meinen Vater, den König. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Forschung abgeschlossen. Und direkt nächstes Haus. Eischer! Den dazu holen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Eins. Ist meine Hilfe vonnöten? Hier direkt drauf. Elender Kerl. Direkt drauf. Drauf. Ihr habt das Licht verraten. Die Magieströme sind heute launisch. Ein so, das zerrt dann schon ein bisschen an den Nerven. Oh, nee. Da kommt mal gar nichts mit seiner Truppe. Forschung abgeschlossen. Die anderen kommen nach. Braucht ihr Hilfe, Mensch? Ein jetzt ist uns ein Ritter weggekratzt. Das mal gar nicht. Vater, den König. Gewiss. Jetzt wird gerichtet. Unsere Stadt wird belagert. Das wusste ich ja, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir so hin. So, jetzt das Licht ist meine Stärke. Den hier machen. So, dann den Besteht hier. Besteht Gefahr? Haben wir zwar einen in Miese, aber das ist egal. Forschung abgeschlossen. Ein solider Plan. Magan ist aber erstmal eine Zeit lang weg. Können wir direkt drauf losgehen. Malapang nutzen. Spürt meinen Zorn. Auf die Bewohner direkt. Jetzt wird gerichtet. So, nächstes Haus, nächstes Haus. Wir müssen auf jeden Fall fett in Führung gehen, während der noch weg ist. Natürlich. Geht anderswo, Schnuppernhündchen. Kriecht am besten zu eurem senilen Vater zurück und wartet auf das Ende eurer Herrschaft. Natürlich. Gewiss. Nächstes Haus. Ein solider Plan. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Elender Kerl!
Für euch gibt es keine Rettung mehr. Ihr habt das Licht verraten. So. Natürlich. Nächstes Haus. Immer schön Konzentration. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Ein solider so. Plan. Gewiss. Nächstes Haus, nächstes Haus. Natürlich. Ah, die Hälfte haben wir schon geschafft, sehr schön. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Ein solider Plan. So, hier das nächste Haus. Mehr vielleicht ist ein bisschen angespannt, bin noch 20 Sekunden, bis der Malganis wieder belebt wird. Noch 90 Sekunden, bis unsere Wiederbelebung wieder ready ist. Gewiss. Ihr habt das Licht verraten. Erst dann dürfen wir am besten auch wieder Malganis unter die Augen treten. Ich lebe wieder. Natürlich. Ein solider Plan. Da kommt er. Gewiss. Natürlich. Für die Ehre. Gewiss. Ah, er hat es weggeportet. Egal. Okay, alles klar. Also, auf das nächste Haus. Hauptsache, er geht nicht in Führung. Hauptsache, er geht nicht in Führung. Unser Stützpunkt unten kann uns sowieso jetzt erstmal egal sein. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. Scheiße. Gewiss. So. Ein solider Plan. Nächster. Dann hier das verseuchte Haus. Mal ganz dick langsam los wieder. Und 20 Sekunden, bis Wiederbelebung wieder ready ist. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Jetzt wird gerichtet. Gewiss. So, hier lang. Den Kerl erstmal heilen. Ein solider Plan. 8 Sekunden, bis Wiederbelebung ready ist. Unsere Stadt wird belagert. Nächstes Haus. Das ist egal, kriegen wir schon hin. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Elender Kerl. Gewiss. Nächstes verseuchtes Haus. Ein solider Plan. Wir können das gut hier gewinnen gerade. Sofern mal ganz jetzt nicht auf der Party vermisst. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Weil mal ganz auch relativ schnell aufholt. Für die Ehre. Hat er schon wieder die Hälfte von uns. Und er kommt uns bedrohlich nah. Natürlich. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Jetzt wird gerichtet. So, 85. Für die Ehre. Da kommen sie nämlich. Ein solider Plan. Trotzdem das Haus hier nehmen. Für euch nicht gibt komplett es zerstören. Und jetzt erstmal auf Malganis drauf. Gewiss. Das verdient schon mal Platz haben. Ihr habt das Licht verraten. Für die Ehre. Solider Plan. Oh, das ist für meinen Vater. Ein wenig nervenzehrend. So. Elender Kerl. Das ist mal ganz. Natürlich. Jetzt sollte man eigentlich, aber eigentlich gewinnen. Komplett. Oder für euch gibt es keine Rettung mehr. Für meinen Vater, den König. Ihr habt das Licht verraten. Ein solider Plan. Und ist das nächste Gewiss. Haus? Noch zwei noch die zwei Häuser, dann haben wir es. Hui, und mal ganz braucht noch 2 Minuten, bis er wiederbelebt ist. Alles klar, das haben wir dann. Die drei lassen wir jetzt mal einfach aus dem Blick raus. Hauptsache, wir legen hier alles in Schutt und Asche. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König.
elender Kerl. Und das letzte Haus hoffentlich. Sonst war hier nichts, ne? Ne, alles klar. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Für euch gibt es keine Bams! Wir beenden das hier und jetzt, Mal'Ganis. Nur wir beide. Sonst niemand. Große Worte. Leider ist es hier nicht zu Ende für euch. Eure Reise hat erst begonnen, junger Prinz. Sammelt eure Streitmacht und folgt mir in das arktische Land Nordend. Dort werden wir unsere Rechnung begleichen. Dort wird sich euer wahres Schicksal offenbaren. Wenn es sein muss, jage ich euch bis ans Ende der Welt. Habt ihr gehört? Bis ans Ende der Welt!